Schönen guten Abend, das ist ja fast wie auf der Fanmeile in Berlin. Aber besser. Also das ist schon ganz schön beeindruckend, was hier Potsdam auf die Beine gestellt hat, nur weil ich gesagt habe, ich will mich hier nicht einmischen in die internen Potsdamer Interpretationen von Architekturstilen und Plätzen und wer und wo und was. Ich wollte eigentlich nur eine Kunsthalle bauen. Sie können auch reden an meiner Stelle, aber ich... Halt die Klappe! Die Abstimmung haben Sie verloren. Also ich wollte eigentlich nur eine Kunsthalle bauen und ja, ich habe mit Herrn Platzig, ich habe mit dem Herrn Oberbürgermeister Jakobs geredet und gefragt, sag mal, habt ihr nicht was in der Innenstadt und da gehört das eigentlich hin? Und alle haben auf das gezeigt und ich habe gesagt, das ist mir zu heiß. Also das ist ein Potsdamer Angelegenheit und da will ich mich eigentlich nicht einmischen. Und wollte das Ganze immer low-key machen, aber nun gibt es andere Interessen. Und heute sehen wir, wie die Interessen nicht nur in der Politik und von ein paar Alteingesessenen, die gerne mehr Barock sehen, sondern das ist doch eine überwältigende Beteiligung hier von den Potsdamern auf der Seite weg mit dem Merkur und hin mit Erde. Ich verstehe völlig, dass es genügend Potsdamer gibt, die anderer Meinung sind. Das habe ich auch so der Presse mitgeteilt. Es haben mehr Leute Briefe geschrieben. Es haben mehr Leute die Argumentation, die im Wesentlichen schon entkräftet worden sind, mitgeteilt. Es gehen Arbeitsplätze verloren. Es muss das Problem mit der Weißen Flotte gelöst werden. Wir haben heute dazu eine Stellungnahme gehört. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Nachher können Sie so viel schreien, wie Sie möchten. Wissen Sie, wenn Sie so stark in der Minderheit sind, wie Sie hier sind, dann würde ich nicht so mich so in den Vordergrund spielen und dominieren. Sie dürfen doch protestieren, Sie dürfen Ihre Meinung haben, aber Sie sind doch verdammt wenige. Das letzte Mal war ich 1966 auf einer Demo. Ich war in Karlsruhe, studierte in Karlsruhe. Wir waren gegen den Vietnamkrieg und gegen Straßenbahngebühren. Wir wollten die Zero-Straßenbahngebühr umsonst fahren. Das ist doch klar. Das ist doch klar, wollen Sie auch, sicher. Das sind wir ja einer Meinung. Damals hatte ich diese Meinung. Wissen Sie, ich habe gedacht, dass ganz viele hier heute Abend herkommen, die vielleicht auch mit etwas Pathos sagen, schaut mal dahin, das haben wir gemacht in den 70er Jahren. Wir sind nicht so reich gewesen wie ihr im Westen, aber wir haben auch was hingekriegt. Das habe ich nicht gehört heute hier. Das fehlt mir. Das stimmt. Den Klöpper wollte noch nie einer. Naja, manche haben was anderes gesagt, aber das ist nun ein Potsdamer Problem, nicht meins. Was mich richtig beunruhigt ist, dass die Jugend so für den Merkur ist. Das kann ich nicht richtig verstehen. Also da fehlt mir die Verbindung. Jetzt gehen wir mal bitte die Fakten durch. Ich habe gesagt, die Weiße Flotte war da zuerst. Da ist der Herr Lehmann. Da ist er. Die Weiße Flotte war da zuerst. Es gibt keine Frage, dass ich der Weißen Flotte was wegnehmen will. Also das Wort Despot ist nur wirklich falsch. Ich habe nichts davon, dass hier eine Kunsthalle gebaut wird, außer, dass wenn ich mal nicht mehr bin, wenn ich da oben bin, dass meine Bilder nicht bei Sotheby's oder Christie's versteigert werden und in alle Welt verschwinden, dass sie zusammenkommen können an einem Ort. Einzige Motivation. Wer die Geschichte meiner Firma und der Branche, in der ich mich betätige, Computer, Software weltweit, ein bisschen kennt, der weiß, dass Potsdam nicht der Nabel der Welt ist.
Also ich habe hier überhaupt nichts zu tauschen, zu gewinnen, zu mauscheln. Ich habe hier aus optischen, aus politischen Gründen ein Hochschulinstitut organisiert und finanziert und auch mitgeholfen, dass es den Stand erreicht hat, den es heute hat. Das ist die Nummer eins mit drei anderen im deutschsprachigen Raum. Das ist Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich habe mir also überhaupt nichts vorzuwerfen, dass ich nicht an diesem Ort genügend gespendet habe, was anderen hilft, einen vernünftigen Beruf zu ergreifen, richtig ausgebildet zu werden und raus in die Welt zu gehen und richtig was mit dem Leben anzufangen. Darüber hinaus gibt es angegliedert an das HPI, räumlich angegliedert ein HPV, eine Venture Capital Company, wo kleinere Start-up-Firmen unter die Fittiche genommen werden, finanziell unterstützt werden und zum Zwecke, dass sie einmal wachsen. Vielleicht so wachsen wie Facebook, das ist nicht so ganz einfach, es gibt nicht so viele Facebooks und Googles auf der Welt, aber kleine Facebooks und kleine Googles machen es ja auch. Also ich habe überhaupt nichts vorzuwerfen, dass ich nicht genug für die Entwicklung von Menschen, für die Ausbildung von Menschen gemacht habe. Die Kunsthalle... Die Kunsthalle ist ausschließlich, wie ich gesagt habe, dazu da, dass die Bilder mal eine Heimstatt bekommen. Und ich fand es am verletzendsten von allen Meldungen, die ich gelesen habe, und früher gab es noch in der PNN die Blogs, die sind jetzt nur noch im Tagesspiegel, aber da lese ich sie dann dafür, dass der Plattner sich ein Mausoleum baut. Also wer mich kennt, weiß, dass mir nichts ferner liegt als das. Aber bitte... Wenn ein paar das mir unterstellen, dann muss ich heute damit leben, nachdem ich gesehen habe, dass es so wenige sind. Ich habe wirklich gedacht... dass der Herr Scharfenberg hier mit scharfen Zähnen und ganz vielen Leuten auftritt und sagt, Herr Plattner, wir wollen das nicht. Und ich hätte dann bei meinem Wort stehen müssen und gesagt, ich will mich nicht mit den Potsdamern anlegen. Warum soll ich das? Aber wenn es so wenig sind, wenn es... Wir können ja darüber reden, aber ihr seid wirklich so wenig. Wir können darüber reden, gerne mit. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Ich habe nämlich dem Herrn Scharfenberg gesagt, sagen lassen, wir haben uns noch gar nicht getroffen, aber der Bürgermeister macht das, Oberbürgermeister, so viel Zeit muss sein, der macht das auf dem ganz kurzen Wege. Ich habe gesagt, wir machen ein Angebot. Wenn wir die Kunsthalle in das Zentrum legen, und ich weiß, da gibt es Widerstände dagegen, wie ist es denn damit, wenn ich für einen ganz beträchtlichen Betrag eine Sammlung aufbaue von DDR-Kunst. Die hat jetzt schon über, glaube ich, 25 Einzelstücke. Alles also Museumqualität. Es ist im Englischen amazing. Es ist überraschend, wie gut die Malerei in der DDR war. Und es ist enttäuschend, wie schlecht sie heute im gesamten Deutschland, im Gesamtdeutschland positioniert ist. Ich bin also der festen Überzeugung, dass bis das alles durch ist und bis wir Genehmigungen haben, egal wo gebaut wird, dass eine schöne, eine aussagefähige Sammlung der Kunst der Jahre von 1945 bis auch noch ein bisschen danach, bis 2000 vielleicht, danach sind, glaube ich, die Grenzen verwischt worden, Richter ist früher abgehauen, dass eine anständige Sammlung zusammenkommt, an dem auch die Älteren Potsdamer, auch die damals geglaubt haben, dass die Richtung der DDR die richtige Richtung ist, Freude haben. Insofern hat der Chefredakteur der PNN sein Ziel erreicht. Er hat mich gefragt, Herr Plattner, ist denn da noch überhaupt was zu machen? Ich habe gesagt, es ist ja noch nicht angefangen worden zu bauen. Herr Tieder hat gesagt, Sie wissen ja gar nicht, wie viel Potsdamer dafür sind,
dass die Kunsthalle in die Stadt kommt. Ich muss sagen, ich hab total überschätzt, wie viel dagegen sind. Das habe ich falsch eingeschätzt. Und ich glaube, zumindest eins jetzt sagen zu können, dass wir die Sache noch einmal genau angucken. Ich habe vom Herrn Bürgermeister gehört, vom Herrn Lehmann gehört, dass bestimmte Probleme, die ich gesagt habe, da mische ich mich nicht ein, warum soll ich mich mit der Weißen Flotte streiten, dass diese Probleme andersweitig gelöst werden, dass wir Lösungen finden dafür. Und wenn dann die Blackstones nicht auf ihrem, unerbittlich auf ihrem Termin 15. Juli hier beharren, dann gucken wir uns das an. Und wenn wir da zu einer Lösung kommen, Herr Bürgermeister, Herr Oberbürgermeister, ich komme vom kleinen Ort, da haben wir nur einen Bürgermeister, dann soll das an mir nicht liegen. Ich habe immer gesagt, dass der Standort ist eine Sache der Potsdamer. Es ist nicht so, dass ich hier reinwalze in die Stadt Potsdam und sage, ich möchte das Filetgrundstück haben. Eben nicht. Genau das habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe mich zurückgezogen und ich habe gesagt, das ist der Stadt ihre Entscheidung. Wenn die Stadt aber so, vertreten durch ihre Bürger und die Bürgerschaft und die Stadtverordneten, in einer so überwältigenden Mehrheit dafür sind, lassen wir doch abstimmen. Also da mische ich mich mit aller Ehre. Ganz ruhig. Nicht aufregen. Das muss der Oberbürgermeister entscheiden. Ich habe damit nichts zu tun. Nein, ob es eine Abstimmung gibt, muss der Oberbürgermeister. Ganz, ganz. Okay. Also, schönen Dank, dass Sie gekommen sind.